In Pet Simulator X gibt es 14 verschiedene Müffelgepets und ich werde in diesem Video jedes einzelne davon hatchen. Aber bevor das Video beginnt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich wirklich unterstützen, weiterhin auch solche Videos machen zu können. So, fangen wir einfach mal an, hier dieses Haunted Egg zu hatchen. Hier können wir nämlich den Phantom Wolf ziehen und ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Ich mach normal und golden, nein, ganz sicher nicht. Ich werde nicht normal und gold hatchen. Das könnt ihr vergessen. Oh, wir haben was. Und was ist es? Oh yeah, ein Golden Phantom Wolf. Das ist doch sehr gut. Ich öffne sogar nur die normalen Eier und bekomme einen goldenen Phantom Wolf. Nice. Darüber freue ich mich schon sehr. Dann können wir auch direkt weitermachen bei dem zweiten Ei, bei den Hell Eggs. Und hier haben wir einen Wyvern of Hades zu ziehen. Ich denke, der wird ziemlich genau gleich schwer wie der Phantom Wolf sein. Aber, ja, mal sehen. Oh, wir haben was. Wir haben was. Es ist der Hound of Hades. Wow, den braucht doch niemand. Ich will den Wyvern of Hades. Oh, wir haben nochmal was. Und es ist dieses Mal schon wieder ein Hound of Hades. Ich liebe die Hound of Hades. Bitte gib mir einfach gar keinen Wyvern of Hades. Das wäre ja mega cool. Ich will die ganze Zeit nur Hound of Hades bekommen. Das wäre wirklich nice. Oh, jetzt aber, oder? Ja, komm schon. Das ist der dritte Hound of Hades. Gib mir doch wenigstens einen Wyvern of Hades. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon drei von denen habe. Oh, komm. Jetzt. Es kann doch nicht sein, dass ich vier Hound of Hades bekomme. Der fünfte Hound of Hades. Der fünfte Hound of Hades. Oh ja, bitte, endlich. Es ist der sechste Hound of Hades. Der sechste Hound of Hades. Und noch nicht einen Wyvern of Hades. Yeah. Oh, komm schon. Komm schon. Das ist der siebte Hound of Hades. Der siebte Hound of Hades. Und ich ziehe kein Mythical-Pet. Jetzt noch ein Rainbow Hound of Hades. Das ist doch nicht dein Ernst. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Acht Hound of Hades, kein Wyvern of Hades. Oh, komm schon, bitte. Bitte. Ich glaube, dieser Server hasst mich einfach. Oh, komm schon. Bitte, endlich. Oh ja, endlich. Ein Golden Wyvern of Hades. Das ist doch schön. Wir haben bisher zwei Mythicals gesungen und beide einfach mal in Golden. Dann gibt es hier in der Welt sogar nur noch ein Mythical und das ist der Angelus. Und ich hoffe, den ziehen wir ein bisschen schneller, please. Das wäre ganz gut. Wäre ziemlich, ziemlich nice. Oh, wir haben den Angelus. Das ist doch super. Wir sitzen nur seit 50 Minuten hier und hatchen erst drei Mythical Pets von 15 oder so. Das ist doch gut, denke ich. Da habe ich ja voll Lust, direkt hier weiterzumachen und mir erstmal einen A36 zu hatchen. Was ja natürlich ein sehr, sehr cooles Mythical Pet ist. Yeah. Okay. Wir haben einen Mythical bekommen. Wir haben den A36. Das ist doch super. Das hat jetzt auch nur so 5 Minuten oder so gedauert. Dann haben wir unser viertes von 15, 14, irgendwie so. Machen wir hier weiter. Wir brauchen hier sogar zwei Mythicals aus einem Egg. Einfach den M2 und M6 hießen die, glaube ich. Ja, die beiden brauchen wir hier. Und auf die Technocat kann ich gerne verzichten. Oh, wir haben direkt was und es ist ein M2-Prototype. Sehr gut. Dann brauchen wir nur noch einen M6-Prototype. Den werden wir ja vielleicht auch bekommen. Hoffentlich ziemlich bald. Ich hoffe einfach, dass wir hier nicht so ewigst lange brauchen. Wie zum Beispiel beim Wyvern of Hades, wo wir dann 9, 10 Hound of Hades gezogen haben. Oh, wir haben direkt nochmal was. Und es ist eine Technocat. Die wollte ich nicht. Oh, wieder eine Technocat. Die will ich doch gar nicht haben, diese Technocat. Die ist mir doch ziemlich egal. Die will ich doch gar nicht. Komm schon. Oh ja, wir haben den M6-Prototype. Dann sind wir auch mit diesem Dark Tech Egg hier fertig und können direkt hier beim Mechanical Egg weitermachen, weil hier haben wir zum einen den Mechanical Spider, die wir am besten nicht wollen, sondern den Blimdrang, an dem ich letztes Mal über 2 Stunden gesessen bin und dieses Mal hoffentlich nicht ganz so lange sitze, sondern ein bisschen kürzer wäre ganz gut. So eine halbe Stunde, 15 Minuten, 10 Minuten wäre ganz okay. 3 Eier? Okay, die haben wir jetzt schon. Aber wär gut, wenn wir den mal ein bisschen schneller bekommen würden. Oh, wir haben was. Und es ist ein Blimdrang. Es ist ein Blimdrang. Der Fluch hat nicht erneut zugeschlagen. Das ist doch sehr schön. Dann können wir hier das Lab Egg überspringen. Aber das Chemical Egg brauchen wir für einen Dominus Alienus. Und bisher, meine Erfahrung mit dem Dominus Alienus ist, man kann ihn ziemlich einfach ziehen. Das heißt, wir werden ihn schon bekommen. Sicher. Oh, wir haben direkt was. Es ist... Oh, der Dominus Alienus. Ich sag doch, er enttäuscht mich nie. Das waren jetzt vielleicht 30 Eier oder so. Und wir haben instant den Dominus Alienus bekommen. Dann das Alien Egg ist dieser Alien-Ding. Brauchen wir nicht. Aber hier im Marsianer Egg brauchen wir den Dominus... Nein, Alien-Parasiten heißt er so. Den Alien-Parasiten und der ist meiner Meinung nach auch nicht allzu schwer zu hatchen. Sollte man schaffen, denke ich. Oh, wir haben was. Wir haben was. Es ist der Alien-Parasit. Nice. Da
Dann können wir direkt beim Galaxy Fox weitermachen, hier beim Planet Egg, wo wir hoffentlich ziemlich schnell auch den Galaxy Fox ziehen. Wäre zumindest gut. Oh, wir haben was. Es ist... Oh, es kann nur das Mythical sein, weil es kein Legendary gibt und es ist ein Golden Galaxy Fox. Sehr, sehr schön. Hier beim Glitch Egg gibt es den Rainbow Immortus. Nein, Rainbow. Glitched Immortus, Glitched Domortus, was auch immer. Den ziehen wir jetzt einfach mal. Das sollte auch nicht allzu lange dauern, hoffe ich einfach mal. Oh, oh, komm. Ja, wir haben den Glitch Immortus. Das ist doch mal was Feines. Hat viel länger gedauert, als ich prediktet habe. Aber dann kommen wir zum Hacker-Eck und ey, ganz ehrlich, ich bin zufrieden, wenn du mir erst eine Huge Hackcat gibst und dann einen 404 Demon. Wäre ich absolut fein damit. Kannst du gerne machen, Spiel. Hätte kein Problem. Zum Beispiel, wenn du mir jetzt einfach eine Huge Hack... Okay, doch nicht. Fast. Naja. Oh, wir haben einen 404 Demon. Einen goldenen 404 Demon. Und das hat viel zu lange gedauert. Viel, viel zu lange. Ich würde gerne wissen, wie viele Eier ich heute geöffnet habe. Aber das werde ich sicher nicht nachzählen. Und eine Statistik habe ich auch nicht. Deswegen werden wir das nicht wissen. Aber ich habe bisher schon 12 Mythic Pets. Das heißt, mir fehlen noch zwei. Und zwar die zwei neuen Mythic Pets im Axolotl Ocean. Und das sind zum einen hier beim Axolotl Egg der Empyrean Axolotl. Und beim Shiny Axolotl Egg, der Hellish Axolotl. Dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen, diese zu ziehen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Oh, wir haben direkt das erste. Und es ist ein Mythical Pet, der Empyrean Axolotl. Das ist doch schön. Den will man haben. Dann geht's weiter zum Shiny Axolotl Egg. Und hier wollen wir den Hellish Axolotl. Das beste Pet zurzeit, das man ziehen kann im Pet Simulator X. Leider habe ich die Huge Hackcat nicht gezogen. Das wäre cool gewesen, aber nee. Huge Hackcat mag mich nicht. Oh, wir haben einen Hellish Axolotl. Und das ist das letzte Mythical Pet in Pet Simulator X, das wir noch nicht gehatcht haben. Also haben wir jetzt 14 Mythical Pets gehatcht und davon sogar 4 Stück in Golden. Und keins in Rainbow leider. So schade. Aber die haben alle ganz okay Enchantments, würde ich sagen. Vor allem der Chestbreaker 3 ist auch ganz okay. Kann man sich gönnen. Und jetzt muss ich noch versuchen, die alle in Gold und Rainbow zu machen. Mit einfacher Chance. Mit 8%iger, 13%iger Chance oder was das ist. Genau, das müssen wir jetzt machen. Wir haben uns 14 Mythical Pets erfarmt und es ist keines mehr da. Kein einziges. Naja, so läuft das Leben. Das war's aber an der Stelle jetzt auch mit diesem Video. Ich habe einfach mal jedes Mythical Pet im Pet Simulator X gehatcht. 14 Stück sind es. Es gab ja auch mal andere Event Mythical Pets. Ich weiß, es gab das Ghoul Horse, es gab den Silver Stack, den Silver Dragon und den Xanderpaws. Aber wie soll ich die denn noch ziehen? Ich kann die theoretisch jetzt noch aus meiner Bank ziehen, falls ich die habe. Da, Leute, ich ziehe die noch aus meiner Bank. Ghoul Horse. Oh mein Gott. Oh, Xanderpaws. Oh, Silver. Oh, ich habe einen Silver Stack und sogar noch einen Silver Dragon. Oh mein Gott, Leute. Ich habe alle Pet Simulator X Mythical Pets gezogen. Ist das nicht krass? Ja. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut jetzt noch in der eingeblendeten Video vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ciao.